Bald startet die neue Amazon-Serie Der Herr der Ringe, die Ringe der Macht. Und eine der Hauptfiguren wird Galadriel sein. Die Elbin aus Lothlorien ist eines der mächtigsten, weisesten und ältesten Wesen in Mittelerde. Doch in ihrer Vergangenheit verbergen sich dunkle Geheimnisse. Die werden wir heute zusammen ergründen und uns ihr gesamtes Leben anschauen. Und eines kann ich euch sagen, diese Frau hat einiges gesehen. Damit herzlich willkommen zu einem neuen Special hier auf Cinema Strikes Back. Die Welt ist im Wandel. Mittelerde vor über 8000 Jahren, lange bevor die Sonne über Arda aufging. In Valinor, den unsterblichen Landen, wurde eine Elbin geboren. Artanis, edle Frau, wurde sie von ihrem Vater genannt, und Nerven, also Mannmädchen, von ihrer Mutter. Die meisten kennen sie aber als Galadriel, die Herrin von Lorien. Galadriel wurde in keine einfache Familie hineingeboren. Ihre Eltern stammten von zwei unterschiedlichen königlichen Linien der Elben ab und ihre drei Brüder gründeten später ihre eigenen Reiche. Galadriels Großeltern gehörten zu den ersten Elben überhaupt. Selbst unter den Elben galt Galadriel als wunderschön. Man erzählte sich sogar, dass ihr silberblondes Haar das Licht der zwei Bäume auffing. Diese zwei Bäume erhellten Arda noch vor der Erschaffung der Sonne und waren von so enormer Bedeutung, dass dieses Zeitalter sogar die Jahre der Bäume genannt wurde. Aber zurück zu Galadriels Haar. Einige Elben glaubten, dass ihre Haare den mächtigen Elben Fëanor erst auf die Idee gebracht hatten, die Silmarilli zu erschaffen. Die Silmarilli waren drei wunderschöne und unzerstörbare Edelsteine, die das Licht der zwei Bäume in sich auffingen. So wie Galadriels Haar. Wenn das stimmt, haben wenige Personen mehr Einfluss auf den Verlauf der Geschichte von Mittelerde gehabt als Galadriel. Für die Vorgeschichte waren die Silmarilli so wichtig, dass der eine Ring neben ihnen wie ein billiger Plastikring wirkt. Schaut euch am besten mal unsere Videos zur Vorgeschichte an, da erzählen wir alles noch viel genauer. In ihrer Jugend war Galadriel stolz und rebellisch. Schon früh hatte sie Einblick in die Gedanken anderer. Doch die Welt war im Wandel. Die zwei Bäume wurden von Saurons Meister Melkor zerstört. Zudem erschlug der finstere Melkor den Elbenfürsten Finwë, stahl die Silmarilli und flüchtete nach Mittelerde. Arda war nun in Dunkelheit getaucht und unter den Elben regte sich etwas. Der getötete König Finwë war niemand Geringeres als Galadriels Großvater. Einige Elben, darunter auch Galadriel, wollten Melkor nach Mittelerde folgen, doch andere strebten dagegen. Eine Rebellion bahnte sich an. Ich spüre es im Wasser. Ein großes Meer trennte zu dieser Zeit die unsterblichen Lande von Mittelerde. Ein Teil der Noldor-Elben reisten unter Fëanors Führung an die Küste, um ihre Brüder und Schwestern der Teleri-Elben um Hilfe zu bitten. Die kannten sich in der Seefahrt aus und verfügten über Schiffe. Es entbrannte ein Streit, da die Teleri-Elben ihre Schiffe nicht hergeben wollten. Die Auseinandersetzung gipfelte in einem offenen Kampf. Elben kämpften gegen Elben. Ob Galadriel an diesem Kampf teilnahm, ist unklar, da sie erst später mit einer zweiten Gruppe von Elben nachkam. Fëanor konnte schließlich siegen, nahm sich die Schiffe und machte sich auf nach Mittelerde. Leider gab es zu wenige Schiffe und einige Elben, darunter auch Galadriel, blieben zurück. Doch das Blutbad blieb nicht ungesühnt. Die Schöpfer von Arda, die Valar, verfluchten die verräterischen Noldor-Elben. Der Fluch von Mandos verbannte die Noldor-Elben aus Valinor. Dieser Bann sollte Galadriel noch lange Zeit begleiten und wird später noch sehr, sehr wichtig werden. Kurz zum Verständnis: Valinor ist nur ein Reich auf dem riesigen Kontinent Aman. Das heißt also, dass die Noldor trotzdem noch auf Aman rumspazieren durften, nur nicht in Valinor, dem Reich der Valar. Die Elben hatten ihr eigenes Reich auf Aman, das hieß Eldamar. Weit im Norden des Kontinents gab es eine Landbrücke, die Aman mit Mittelerde verband. Die Eiswüste Helcaraxe. Das war ein eiskaltes, unwirtliches und trostloses Gebiet. Genau diesen Weg nahmen Galadriel und die verbliebenen Elben, um nach Mittelerde zu gelangen. Viele starben auf dem gefährlichen Marsch, doch schließlich sollten sie in Beleriand, dem westlichen Teil von Mittelerde, ankommen. Zusammengefasst gab es also drei Gruppen der Noldor-Elben. Die erste unter Fëanors Führung auf den Schiffen,
die zweite auf dem gefährlichen Marsch, also Galadriel, und die letzte Gruppe, die auf Aman blieb. Für einige Zeit verweilte Galadriel im Elbenreich Doriath, das von ihrem Großonkel regiert wurde. Hier lernte sie auch ihren späteren Mann Celeborn kennen. Galadriel hatte aber keinen wirklichen Anteil an den zahlreichen Schlachten im Verlauf des ersten Zeitalters. Ihre drei Brüder starben aber in den Kriegen gegen Melkor, und irgendwann während dieser Zeit zog es Galadriel mit ihrem Mann Celeborn in den Osten von Mittelerde. Ich spüre es in der Erde. Zum Ende des ersten Zeitalters schlossen sich Elben, Valar und Menschen zusammen. In einem gewaltigen Krieg, dem Krieg des Zorns, besiegten die vereinten Kräfte Melkor und befreiten Mittelerde von dem Bösen. Die Valar waren den Elben sehr dankbar für ihre Hilfe, und so wurde der Fluch von Mandos aufgehoben. Die Noldor-Elben durften endlich nach Valinor zurückkehren. Galadriel weigerte sich aber und verblieb in Mittelerde. Sie wollte mit ihrem Mann zusammenbleiben und das Land erkunden. Das zweite Zeitalter brach an, und hier wird auch die Amazon-Serie spielen mit einer sehr kriegerischen Galadriel. Doch in diesem Video wollen wir auf die Geschichte eingehen, die wir bereits kennen. In Mittelerde verweilte Galadriel immer wieder an verschiedenen Orten. Mit Celeborn bekam die mächtige Elbin eine Tochter namens Celebrian. In Eregion, einer Region in Mittelerde, half Galadriel dem Elben Celebrimbor dabei, ein neues Elbenreich zu errichten. Einige werden jetzt die Ohren spitzen, denn Celebrimbor war der Erschaffer der Ringe der Macht. Mithilfe der Zwerge von Moria stellte Galadriel Kontakt mit den Elben von Lindorinand her. Dieses Land sollte später Galadriels Reich Lothlorien werden. Sauron war in dieser Zeit aber schon dabei, seine Intrigen zu spinnen. Der dunkle Herrscher schaffte es, die Elben in Eregion gegen Galadriel aufzubringen, deshalb lebte sie fortan in Lindorinand. Nachdem Celebrimbor aber von Saurons Verrat und dem einen Ring erfuhr, suchte er Rat bei Galadriel. Sie legte ihm nahe, die drei Ringe der Elben zu verbergen. Zu dieser Zeit erhielt die weise Elbin Nenya einen der drei Elbenringe. Nenya war aus Mithril und Diamant gefertigt und steigerte Galadriels Macht immens. Der Ring nährte aber auch ihr Verlangen nach dem Meer und nach Valinor. Viel mehr Wichtiges ist über Galadriels Handeln im zweiten Zeitalter aber nicht bekannt. Das zweite Zeitalter endete in einer großen Schlacht. Die Elben, Menschen und Zwerge bezwangen Sauron, und das Schwert Narsil schnitt den Ring von Saurons Finger. Deshalb solltet ihr uns abonnieren und die Glocke aktivieren, um Mittelerde zu schützen. Ich rieche es in der Luft. Zu Beginn des dritten Zeitalters kamen Galadriel und Celeborn nach Bruchtal. Übrigens hat Marius gesagt, dass Bruchtal der unelbischste Name ever ist. Und hier nur für dich, Marius. Bruchtal heißt im Elbischen, genau gesagt in Sindarin, Imladris. Zufrieden? Galadriels Tochter Celebrian heiratete in Imladris Elrond, den Herren von Bruchtal. Imladris. Somit macht das Galadriel zu Arwens Oma. Fast 2000 Jahre später starb der letzte König von Lindorinand. Galadriel und Celeborn übernahmen die Herrschaft über das Elbenreich. Wenn ihr Der Hobbit gesehen oder gelesen habt, dürften euch die nächsten Ereignisse bekannt vorkommen. Galadriel wurde Teil des Weißen Rates. Dieser Rat sollte sich der erneuten Bedrohung von Sauron annehmen. Andere Mitglieder waren unter anderem Elrond, Gandalf und Saruman. Zusammen mit den beiden Zauberern griff sie schließlich die dunkle Festung Dol Guldur an und konnte Sauron vertreiben. Fürs Erste. Vieles, was einst war, ist verloren, da niemand mehr lebt, der sich erinnert. Somit kommen wir zu den Ereignissen aus Der Herr der Ringe. Im Ringkrieg traf Galadriel auf Frodo und seine Gefährten. Der Hobbit bot ihr den einen Ring an, doch sie widerstand ihrem Verlangen. Durch diese Tat und Galadriels Hilfe im Kampf gegen Sauron wurde ihre Verbannung aus Valinor gelüftet. Ich bestehe die Prüfung. Ich werde schwächer werden und in den Westen gehen. Falls ihr euch immer gewundert habt, was diese merkwürdige Dialogzeile von Galadriel aussagt, jetzt wisst ihr es. Galadriel durfte wieder nach Hause.
Wobei, hier muss ich noch mal kurz einhaken. Um ganz genau zu sein, ist das Ganze noch ein bisschen komplizierter, denn Tolkien hatte Galadriels Geschichte immer wieder umgeschrieben. Wir halten uns hier an die Version aus dem Silmarillion. Die Gefährten ließ Galadriel aber nicht mit leeren Händen davon. Lembas, Elbenseil, ein Bogen, Boote, Dolche und Frodos Fiole waren Geschenke der Herrin von Lorien. Jetzt kommen wir aber zu einem kleinen Unterschied zu den Büchern. In den Filmen geht Aragorn komplett leer aus, doch in den Büchern erhielt er zwei Gegenstände von Galadriel. Eine Schwertscheide für Anduril und den grünen Edelstein Elessar. Besondere Fähigkeiten verlieh der Stein jetzt nicht, er hatte eher einen symbolischen Wert. Über Elessar gibt es viele Legenden, die sich teilweise auch widersprechen, so wie Tolkien das halt gerne mag. Die für mich interessanteste ist aber folgende. Gandalf brachte den Stein nach Mittelerde und gab ihn Galadriel mit dem Kommentar, dass sie ihn nur kurze Zeit haben würde und ihn dann an jemanden weitergeben würde, der Elessar genannt werden würde. Aragorn wurde später zu König Elessar und somit wurde die Prophezeiung erfüllt. Arwens Abendstern gibt es in den Büchern übrigens nicht. Ebenfalls interessant ist aber das Geschenk, das Galadriel dem Zwerg Gimli übergab, 3 Strähnen ihres Haares. Das wirkt auf den ersten Blick vielleicht etwas lame, aber ihr kennt Tolkien, dahinter verbirgt sich natürlich mehr, als es den Anschein hat. Wir gehen zurück zu den Jahren der Bäume in Valinor. Am Anfang habe ich euch erzählt, wie Galadriels blonde Haare Fëanor auf die Idee gebracht haben, die Silmarilli zu erschaffen. Zu dieser Zeit bat Fëanor Galadriel 3-mal um eine Strähne ihres Haares. Sie weigerte sich jedes Mal. Dann malt euch jetzt mal aus, was es eine Ehre für Gimli ist, gleich 3 Strähnen ihres Haares auf einmal zu bekommen. Auch wenn man sagen muss, dass man da bei Gimli ziemliche Serienkiller-Vibes bekommt. Weirdo! Kurz nach der Abreise von Frodo kam Gandalf der Weiße nach Lothlorien. Das war, nachdem er den Balrog besiegt, gestorben und schließlich zurückgekehrt war. Galadriel stattete Gandalf mit seinem weißen Gewand und seinem Stab aus. Sonst hätte der Zauberer wohl nackt kämpfen müssen. Während des weiteren Verlaufs des Ringkriegs blieb die Herrin von Lorien aber nicht untätig. 3-mal griffen Armeen Saurons aus Dol Guldur das Elbenreich an und 3-mal konnte Galadriel sie mit ihrem Ring der Macht zurückschlagen. Gegen Ende des Krieges eroberten die Elben aus Lothlorien Dol Guldur und Galadriel machte die Festung dem Erdboden gleich. Frieden war nach Mittelerde zurückgekehrt. Galadriel konnte ihrem Verlangen nach Valinor schließlich nachgeben. Über 7000 Jahre nach ihrer Verbannung kehrte die weise Elbin nach Valinor zurück. Hier empfing sie eine ganze Weile später schließlich Gimli als den ersten und einzigen Zwerg, der jemals in die unsterblichen Lande reisen durfte. Noch cooler als Galadriel ist Cold Mirror. Schaut euch ihren aktuellen 5-Minuten-Harry-Podcast an, in dem sie den ersten Harry-Potter-Film von Sekunde zu Sekunde analysiert. Oder schaut euch in unserer Herr-der-Ringe-Playlist um. Da gibt's viele fantastische Videos über die Vorgeschichte von der Herr der Ringe. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder hier auf Cinema Strikes Back mit mir, dem Jonas.